So, da sind wir wieder zurück zu einem neuen Part. Wir kommen jetzt zum Finale. Ich sag mal, let's go. Ich bin mal gespannt, was jetzt abgeht. Oh ja. Sehr schön. Sehr schön. Ein Riesenanwesen voller Gegner. Hier nicht rein. Können wir klettern? Nein. Das können wir aufschießen, oder? Aber dann bemerken die uns. Ja, das ist eine scheiß Idee. Was soll ich machen? Ja. Kommt ihr noch her oder? Au, au, au. Ich muss da irgendwie rein. Was ist überhaupt? Au. Ja, kommt alle hierher. Hier rein, Mann, Leute. Oh, ihr seid doch bescheuert. Kommt man hier noch so rein? Da drüben! Schnell ins Sackgasse. Au. Boah, wow, bist du bescheuert. Toll, ich hab keine Munition mehr. Der nervt nämlich. Ich will da rein, Leute. Hier drüben! Lass die Tür aufmachen. Kann es sein, dass es nicht aufgeht? Rein, Leute. Komm schon. Fuck you. Endlich. Reicht aber. Toll, jetzt bin ich hier umzingelt. Auf den Sack. Ich treffe den nicht. Kannst du mich verarschen?
zwei Patronen abfallen. Ich versuch. Oh ja. Eine Waffe? Nein. War ja klar. Fuck you! So, jetzt reicht's aber wirklich. Treffe ich den überhaupt von hier? Ja, haben wir. Mein Gott! Warum bist du so nerven? Ich glaube, wir nehmen mal jede Waffe, die wir kriegen können. Nichts mehr mit leise hier. Ey, ich wollte die andere behalten. Oder können wir nur... Na, okay. Wir können nur... Ein Gewehr. Eine kleine. Mensch. Das geht ja ganz schön zur Sache hier. Hat jemand so ein bisschen Munition für uns? Hallo? Vier Patronen. Ja, ganz toll. Steck sie ja sonst so hin, Mann. Wo bist du, hä? Da drüben ist er! Zeig ihn an! Wo ist der andere? Der ist oben irgendwo. Ich seh ihn! Kommt doch! Guten Tag! Hey, zurück! Los! Ich wollte dich mal besuchen. Ihr empfangt mich hier nicht, oder was? Ein Glas Wasser wäre nett. Ich muss die ganze Zeit hierher laufen. Ja, da drüben! Los, weiter! Seid ihr da oben? Hier kommt eine Gasgranate! Oh, kann man hier auflaufen? Ja. Ach, da unten seid ihr. Oh Gott, ich geh mal lieber... Los jetzt! Oh. Ich seh ihn. Na? Los. Panzerglas, na toll. Ich geh mal nach oben, bestimmt sind hier auch welche. Hallo? Los jetzt! Mein Gott, das sind echt viele. Ihr habt mich nicht. Kriegt uns nicht. Also es werden irgendwie immer mehr. Kann das sein? Munition aus. So, da ist noch einer unten. Den schnappen wir uns so. Ach, da ist ein Dokument. Das können wir auch nebenbei noch hier uns ansehen.
Eine Akte zu Hector Mendoza. Oh, dem Vater von Nicolas. Er hat Informationen nach ihm gesucht. Als Volksfeind hingerichtet. Das sind ganz schön viele Daten. Auweia. Jetzt ist Nicolas bestimmt noch so wütender. Oh, dieser Dorf ist doch echt ein Arsch. Dafür ist es viel zu spät. Ja, ist ja schön, dass sie immer offen ist. Ich komme jetzt nämlich. Tolle Technik. Aber völlig unnötig, Detective. Ich bin unbewaffnet. Das bezweifle ich. Hey, hey. Keine falsche Bewegung. Was soll das? Was willst du tun? Mich verhaften? Das war der alte Nick. Ja. Ich weiß, was dort passiert ist. Und dann bist du quer durchs Land geflogen, um mich auszurauben. Du bist vielleicht der härteste Wichser, den ich je erlebt habe. Aber du bist nicht kaltblütig genug, Unbewaffnete abzuknallen. Wenn du mich töten wolltest, hättest du es längst getan. Was willst du wirklich, Nick? Auf dein Angebot an. Endlich kommen die richtigen Worte. Nenn dein Angebot. Einfach die Welt. Du sollst mir helfen, meine Geschäfte zu führen. Übernehmen die Sterne. Deine sogenannte Geschäftsidee scheint mir ein paar Löcher zu haben. Na dann stopp sie. Hm? Zieh dich um. Du bist allein, Nick. Warum denn? Freunde haben wichtige Termine. Nein, du hast sie weggeschickt. Ich glaube, du begreifst endlich, wer du wirklich bist. Du bist wie ich. Mehr Gangster als Cop. Weißt du was? Du hast recht. Wie geht's deinem Mann, Nick? Oh, Scheiße. Er hat ihn abgeknallt. Deswegen waren wir eigentlich hier, aber naja. Dass er es so heftig macht. Jetzt ist er tot und ja. Und jetzt? Einfach raus hier? Muss ich noch irgendwas machen oder? Ja. Sein Anwesen untersuchen, oder? Ja, toll. okay. Was genau soll ich denn jetzt machen? Kann mir da was jemand sagen? Hallo. Ich komme hier nicht mal mehr raus. Was zum Teufel?
Ja, das war's dann wohl, wa? Oh, sagt mir das doch, ey. Integrieren. Sag mal, Nick. Als du abgedrückt hast, war ich da überrascht. Neben meinem Schreibtisch ist ein Regal. Dahinter ist ein Gang. Öffne ihn. Dich hat's erwischt, weil ich dich nicht für einen Pragmatiker hielt. Wie alle Guten. Ich hab dich hier eingeladen, weil ich gehofft hatte, falsch zu liegen. Weil ich hoffte, dich retten zu können. Vor was? Was ich getan habe, nennst du Korruption? Gefallen tun, Geld annehmen? Nein. Die Cops, mit denen ich kooperiert habe, die Polizeipräsidenten. Du glaubst nicht, wie flink die auf meiner Seite waren. Nicht, weil sie schlechte Menschen wären. Das Problem ist das Risiko. Was meine Kunden haben, wollen Millionen. Ich minimiere das Risiko. Für Cops, Verbrecher, für alle. Und alle haben gerne weggeschaut. Außer dir. Ob da das Geld drin ist? Was ich aufgebaut habe, ist unzerstörbar. Es geht um zu viel. Um Leben und Karrieren. Herzlichen Glückwunsch, Detective. Es gehört alles dir. Oh mein Gott. Was wirst du damit anstellen? Oh, das war also eine Menge Kohle. Eiskalt. Ja, das war dann Battlefield Hardline. Ich habe mir das Ende ein bisschen spannender vorgestellt. So, dass wir ihn verfolgen und was heißt ich, Explosion. Er hat sich ja ganz schön schnell ergeben. Ich habe mir wirklich ein bisschen mehr vorgestellt. Es waren ja eigentlich nur ein paar Posten, wo Gegner waren und das war's eigentlich. Naja, jetzt ist Doris tot, Stoddard ist tot und die Welt ist jetzt gerettet, würde ich sagen. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht bis zum nächsten Battlefield. Ja, bis dann oder so.